Genau, das klingt gut. Ich werde jetzt einen geistigen Frühjahrsputz machen. Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich wollte einfach mal ein Labervideo heute machen und einfach mal so ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Auf jeden Fall wollte ich erzählen, dass es für mich jetzt gerade ungewohnt ist, vor der Kamera zu sitzen, weil ich in den letzten Wochen immer weniger Videos gedreht habe. Ich bemühe mich wirklich sehr, jedes Wochenende ein Video hochzuladen und manchmal klappt es leider nicht und darum geht's auch. Das ist einfach so ein Druck, ja. Und ich möchte verdammt nochmal Videos machen, die aus dem Herzen kommen, die mir Spaß machen. Da, wo ich immer, immer, immer dahinter stehe und ich möchte nicht so ein Druckgefühl haben, wenn es gerade in die Lebenssituation nicht reinpasst. Ich habe in den letzten Wochen ziemlich viel Stress gehabt, Chaos in meinem Kopf, ja, und Gefühlsschwankungen. Jeder Mensch macht es mal durch. Ich musste erstmal mein Kopf wieder klar bekommen. Das ist auch, dieser Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich bin mehr in mich gekehrt. Ich mache mir mehr meine Gedanken, auch wie es mit dem Kanal weitergeht, was für Inhalte kommen, ja. Und ich weiß nicht, wie lange ihr mich schon abonniert habt oder weshalb, von welchen Videos zum Beispiel Hauls. Ich habe, wenn ich jetzt mal so durchscroll, hauptsächlich Hauls, Thrift Hauls und so. Und ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, so viele Hauls zu machen. Es werden zwar noch welche in Zukunft da sein, das schließe ich niemals aus, aber weil ich mich auch nicht festlegen will. Aber ich bin ja auf dem Trip, dass ich nicht mehr so viel einkaufen will. Und ich möchte nicht dann denken, ja, ich habe doch bei YouTube angefangen und mein erstes Video war ein Primer-Call und dann habe ich die ganzen Thrift-Hauls. Also werde ich immer so weitermachen, weil die Leute, die mich abonniert haben, haben mich ja bestimmt nur wegen diesen Videos abonniert. Und wenn ich jetzt keine Hauls mehr liefere, dann deabonnieren die mich. Aber auf der anderen Seite, das ist mein Leben. Menschen verändern sich, Gedanken verändern sich, man entwickelt sich weiter. Und ich finde, wenn man nicht mehr so viel einkaufen geht, weil wir sind in so einer krassen Konsumüberflussgesellschaft und Minimalismus ist sowieso in den letzten Jahren immer mehr Trend geworden und die Leute verändern ihr Denken einfach, dass es unnötig ist, so viel zu haben und deswegen möchte ich auch nicht mehr ständig diese Haul-Videos, diese Hauls machen. Ich gehe zwar immer noch als Einkaufen, aber dann denke ich, ja, rentiert sich das überhaupt darüber, ein Video zu machen? Wenn man sich dann auf YouTube so Videos anguckt, DM-Haul, 50 Euro, 120 Euro, dann denke ich mir, meine Güte, was kaufen denn die Leute ein, ja? Ich verbrauche gar nicht mehr so viel Kosmetikprodukte. Habe ich auch noch nie, ja? Und dann gibt es ein Video von mir auch, geht mit mir duschen. Da ging es um mein Faible für Duschgels. Wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich mir, meine Güte, das wirkt so übertrieben. Ich habe immer noch viel Duschgel, aber ich stehe nicht mehr so dahinter. Ich habe jetzt in den Monaten meine Meinung geändert und finde es eigentlich cool, wenn man nicht mehr so viel Duschgels oder generell Kosmetika und Zeug hat und bin dabei, das zu minimieren. Ich verbrauche Stück für Stück die Flaschen einfach alle auf und kaufe kaum welche nach. Und es fühlt sich für mich richtig und es fühlt sich für mich gut an. Es fühlt sich für mich gut an, weniger zu haben und den Schrank aufzumachen und nicht irgendwie da von 1000 Flaschen erschlagen zu werden. Naja, so ändern sich die Dinge halt. Ja, auf jeden Fall möchte ich in Zukunft mehr Videos aus dem Herzen heraus machen. Es werden weniger Hauls und mehr interessantere, tiefgründigere Themen. Ich möchte mehr Haarvideos machen. Ja, genau, mir ist es wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, warum ich keine Videos hochgeladen habe, beziehungsweise vielleicht ist es ja auch niemandem aufgefallen. Ich war krank. Zuerst war dieses Gefühlschaos und dann war ich krank. Eine Woche lang Magen-Darm. Juhe! Also, seitdem ich aufgehört habe zu rauchen, bin ich kaum noch krank und ich bin auch selten mal ein paar Tage krank, aber das war wirklich so eine Woche Magen-Darm.
und ich habe mich gefühlt wie ein Zombie und einfach nur scheiße. Ich habe eine Schonkost gegessen und ich musste wirklich aufpassen. Dann dachte ich so, ah ja, mir geht's wieder besser. Und dann habe ich irgendwie Sahnehering gegessen, dann habe ich wieder voll die Retourkutsche gekriegt. Jedenfalls, was ich noch zum Abschluss hin sagen wollte. Ich habe in dieser Woche viel auf der Couch rumgelegen und mich von Social Media zurückgezogen. Mein Handy war einfach mal aus. Ich habe einfach nur durch die Gegend geguckt, soweit ich das konnte mit meinem Kind, weil jede Mami weiß, dass es mit Kind schwierig ist, sich auszukurieren. Auf jeden Fall habe ich trotzdem viel mehr Zeit gehabt zum Nachdenken als so sonst im Alltag. Und da habe ich mir eben auch die Gedanken gemacht über meinen YouTube-Kanal, über Konsum und über meine Gesundheit natürlich, weil ich ja krank war. Und dann zum Abschluss wollte ich noch sagen, was mich beschäftigt hat, warum ist es verdammt nochmal so, dass wir das immer nur schätzen, dass wir zum Beispiel unsere Gesundheit immer nur schätzen, wenn wir krank sind. Dass wir alles schätzen, was wir haben, wenn wir nichts mehr haben. Macht es Sinn? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja? Ich bin jetzt wieder so happy, gesund zu sein. Ich fühle mich noch nicht 100%, aber dass ich einfach wieder essen kann, was ich essen möchte, dass ich morgens aufstehe und mir sagen kann, okay, ich fühle mich gut. Ich hoffe, dass es jetzt so bleibt. Jetzt bin ich motiviert wieder, ja, und denke mir, yay, ich fange wieder an, Smoothies zu trinken. Ich fange an, mich gesund zu ernähren. Ich mache es zwar die ganze Zeit schon mehr oder weniger, aber man lässt es halt irgendwie doch dann schleifen. Und irgendwann, wenn das Immunsystem dann total im Eimer ist, und ich bin mir auch sicher, das kam bei mir durch meine Gedankenranken, durch dieses Auf und Ab, durch dieses Gefühlschaos, weil ich bin ein sehr sensibler Mensch und ich mache mir so viele Gedanken über alle möglichen Dinge im Leben, über meine Beziehung, über andere Menschen, über meine Familie. Und dann gibt es einfach Situationen und es geht dann Monate und Wochen und Monate lang. Und irgendwann macht es Bäm, mein Immunsystem ist im Eimer und ich bin einfach krank. Und ich glaube auch, dass das so sein muss, weil das ist, wenn man die Signale und dem Körper keine Ruhe gibt und immer einen hohen Puls hat und Herzrasen und sich aufregt über alles, und dann resigniert der Körper irgendwann, ja. Und deswegen werde ich jetzt auch mehr wieder mir Gedanken machen und lesen und einen Frühjahrsputz machen, einen geistigen Frühjahrsputz machen, genau, das klingt gut. Ich werde jetzt einen geistigen Frühjahrsputz machen. Das war's jetzt erstmal, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, was ich noch sagen könnte. Und deswegen sage ich, ich hoffe, dass du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann, tschüss.